Ja, wir haben uns hier getroffen in Genk zum zweiten Lauf des Winterpokals 2010-2011. Und wir haben ein volles Starterfeld mit über 160 Startern. Das einzige Problem, was wir haben, ist unheimlich windig hier auf der Strecke. Und wir haben schon die Befürchtung, dass verschiedene Zelte fliegen gehen können unter Umständen. Wir freuen uns auf diesen Lauf. Wir haben auch Michael Schumacher hier vor Ort, der aber nur am Samstag fahren wird. Am Sonntag hat er einen Termin und kann leider nicht starten, an den Start gehen. Der Kampf mit Ayan Kiewitzbusch wird daher ausfallen müssen und zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Wir sind hier im Zelt von Energy Course und ich bin im Gespräch mit dem Michele Di Martino, der im letzten Rennen in Kerpen vom letzten Startplatz auf Platz 3 vorgefahren ist. Und ich frage ihn nun, wie er sich den Morgentag zurechtgelegt hat. Ja, das erste Ziel ist auf jeden Fall gewinnen und dazu muss ich erstmal heute ein gutes Zeittraining hinlegen und ich hoffe, dass ich nicht in dieselbe Peinlichkeit kommen muss, wie letztes Mal vom letzten Startplatz zu starten, weil es ist schon eine große Sache, vorfahren zu müssen und siegen ist quasi 99:1 die Chance und deswegen erhoffe ich mir heute weiter vorne den Startplatz zu sichern, um hier den Sieg einzufahren. Aber ihr werdet diesmal früh genug zum Parc Fermé gehen oder in der Startaufstellung sein? Ja, sicherlich. Ja, gut. Also dann wünsche ich dir alles Gute und unfallfreie Fahrt und auch für die anderen Teamkollegen. Danke. So, wir befinden uns hier im Zelt von dem Team RMW und ich spreche mit dem Rudolf Wangert und frage ihn, was er sich von dem heutigen und morgigen Renntag verspricht. Ja, vor allen Dingen mal einen besseren Erfolg wie beim letzten Lauf. Da ist es nicht so gut gelaufen. Im Zeittraining und im freien Training waren wir sehr schnell. Aber im Rennen hat es dann irgendwo geklemmt. Und diesmal mit der Einstellung, Wetterverhältnissen, alles okay? Oder? Mit den Wetterverhältnissen hoffe ich, dass es bis morgen noch etwas besser wird. Und dann werden wir auch angreifen. Es könnte ja morgen Regen geben. Sind deine Fahrer darauf auch eingestellt? Oder? Ich hoffe, dass es Regen gibt. Das wäre sicherlich gut für uns. Eure Fahrer fahren lieber im Regen oder haben mehr Chancen im Regen? Oder? Ja, wir haben zwei Fahrer dabei, die haben etwas Übergewicht. Und da ist er immer besser angetan im Regen wie im Trockenen. Ja, danke schön. Bitte schön. Also wir befinden uns hier im Zelt von dem Rennteam KSM. Und neben mir steht der Fahrer Kim Lewis Schramm. Er hat die letzten beiden Läufe in Kerpen souverän gewonnen. Und nun stellt sich für mich die Frage, wie stellt er sich den heutigen Renntrainingstag und Renntag morgen vor? Möglichst viele Punkte sammeln, dass ich die Winterpokalläufe beide zusammengewertet gewinnen kann am Ende. Heute einen guten, optimalen Startplatz für morgen die beiden Rennen erobern. Möglichst unter den ersten dreien. Das wäre mein Ziel für heute. Und morgen auch aufs Podest fahren. Ja. Und wie klappt es im Moment schon mit dem freien Training? Ja, das erste war ganz in Ordnung und das zweite auch. Gut. Es geht noch einiges schneller. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute für morgen und auch für deine Teamkollegen. Ja. Und wir sehen uns spätestens im Vorstart. Ja. Okay? Wir befinden uns hier im Zelt von Ayan Kiewitzbusch, der Führende der KC2-Klasse. Und ich frage ihn, wie er sich das heutige Rennwochenende vorstellt und was er schon für Erfahrungen mit der Rennstrecke gemacht hat. Ja, vielleicht ist heute Regen oder trocken, weiß ich nicht. Regen ist dann alles, ja, geht alles. Hè. Und die erste Plaats und die hinten, alles geht. Alles is möglich. Kommst du gut mit regnerischen Verhältnissen klar? Oh, normalerweise geht das ja. Ah, muss ich die Setup machen oder ja. Habe ich nie gemacht gestern. Hè. Wie viele Chancen rechnest du dir aus, den Winterpokal zu gewinnen? Ja. Erstes Mal muss ich Spaß machen und dann können wir gucken. Hè. Und man muss auch ein bisschen Glück haben, ja, oder? Ja, auch. Ja, ja. Auch mit diesem Wetter. Können ist da, aber Glück gehört auch noch dazu. Ja, Glück, ja. Richtig. Ich bedanke mich für das Gespräch und wir sehen uns auf der Rennstrecke und ich wünsche dir vollen Erfolg. Ja, danke.